Mit großer Härte reagiert Israel auf die Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung. Noch immer sind etwa 150 Israelis in der Gewalt der palästinensischen Terrorgruppe. Israel fliegt Luftangriffe auf den Gazastreifen, droht mit einer Bodenoffensive. Die Hamas feuert weiter Raketen auf Israel ab. Die humanitäre Situation im Gazastreifen hat sich extrem verschärft. Lebensmittel und Strom gehen zur Neige. Bilder der Zerstörung aus dem Gazastreifen. Die israelische Armee setzt ihre Angriffe fort. Offiziellen Angaben zufolge gelten sie militärischen Zielen, wie Kommandozentralen und Depots militanter Palästinenser von islamischem Dschihad und von der Hamas. Die Vereinten Nationen sprechen von Tausenden zerstörten Wohnungen. Die Zivilbevölkerung lebt in Angst. Am frühen Morgen wurden wir in unseren Häusern aus dem Schlaf gerissen. Wir wurden völlig überrascht von dem Angriff. Der Küstenstreifen gilt mit mehr als 2 Millionen Einwohnern als eines der am dichtest besiedelten Gebiete der Erde. Sichere Zufluchtsmöglichkeiten gibt es kaum. Das Gebiet ist zu Land und zu Wasser abgeriegelt. Die Wasser- und Kraftstoffvorräte in Gaza werden palästinensischen Quellen zufolge knapp. Das einzige Kraftwerk ist außer Betrieb. Rund um den Gazastreifen hat Israel wieder die Kontrolle. Dort wurden Bodentruppen zusammengezogen. Eine Offensive wird vorbereitet. Ob es dazu kommt, ist laut israelischer Armee noch nicht entschieden. Mit all dem reagiert Israel auf Angriffe aus Gaza, die das Land seit Samstag erschüttern. Erneut wurden Raketen aus Gaza abgefeuert. Einige schlugen in Sderot ein. Schwerverletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. US-Außenminister Blinken ist heute in Israel eingetroffen. Er versicherte Premierminister Netanyahu seine Solidarität. Israel ist sicher stark genug, um sich selbst zu verteidigen. Aber solange Amerika existiert, wird Israel das nie tun müssen. Wir werden immer da sein. Blinken verwies auf die konkrete Unterstützung der USA mit Munitionslieferungen. Abschreckende Wirkung soll auch ein US-Flugzeugträger erzielen. Die Vereinigten Staaten haben einen Flottenverband in die Nähe der israelischen Küste verlegt. Fragen wir nach bei Christian Limpert in Tel Aviv. Heute also der Besuch von Blinken. Wie wichtig ist dieser für Israel? Er ist immens wichtig. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind der größte und der wichtigste Partner und Beschützer des Landes. Und man hatte ja während der Proteste gegen die Justizreform hier Differenzen auch mit der amerikanischen Regierung. Jetzt ist also dieser Besuch ein klares Statement, so wie es Blinken gesagt hat. Man steht an der Seite von Israel. Und er hat wörtlich eben mit Blick auf den Flugzeugträger auch gesagt, ein Signal an alle, die daran denken, Israel anzugreifen, tut es nicht. Also ein klares Zeichen, ein wichtiges Zeichen für Israel, dass Amerika das Land unterstützt. Die Möglichkeit einer Bodenoffensive wird ja immer wieder diskutiert. Welche Informationen liegen dazu im Moment vor? Also das israelische Militär hat ja heute gesagt, dass es noch nicht entschieden ist. Wir sehen nach wie vor einen massiven Truppenzusammenzug rund um den Gazastreifen, der ist abgeriegelt. Gleichwohl ist auch klar, dass eine Offensive nicht einfach ist, denn in Gaza selbst ist mit ca. 40.000 bewaffneten Soldaten der Hamas zu rechnen. Das ist ein eng bebautes Gebiet. Das wäre also wirklich ein sehr blutiger Konflikt. Und es gibt auch Beobachter, die sagen, vielleicht ist nur mit punktuellen Operationen zu rechnen und eben nicht mit einer großen Offensive. Aber das israelische Militär äußert sich dazu nur sehr spärlich. Danke für diese Einschätzung, Christian Limpert nach Tel Aviv.